Aber es gibt halt momentan noch wenig Ziele. Sind alle hinter Hügel halt. Ja. Rechts auf den Hügel ist das noch unseres. Ah, ich hab ein Pferd. Rechts auf den Hügel ist unseres, schießt da nicht drauf. Links von dem Baum, da wo jetzt gerade die der Rauch rauskommt, das ist die feindliche Arti. Darauf genau, könntest du auch schießen. Vorne, rechts, das wollte ich wissen, ob ich die getroffen habe. Also bei der Kavallerie habe ich irgendjemand dismounted, auf jeden Fall. Kanone, dreh mal mit der Kanone nach rechts. Siehst du, wo gerade die Kavallerie reitet? Feindlich auf der anderen Seite? Schieß nochmal drauf auf den Hügel. Links eher. Ja, schieß. Komm, komm, komm. Ja. Na los. Aber ein Pferd habe ich vorhin dismounted, das habe ich gehört. Da ja, kam die. Ja, es kam dieses Dich. Und wenn Dich kein Toter ist, dann muss es ein Pferd sein. Kann jemand bei der linken Hand gucken, wo ich treffe? Zu weit rechts. Okay. Ich habe auf das Rauch gezielt, wo es ungefähr aufhört. Ich habe einen Baum von mir. Ich darf das. Verladen. Seht ihr irgendwas von diesem Movement, das abgeholt wurde? Nee, die hat sich mittlerweile stagniert, bewegen sich nicht. Also, Second Best ist irgendwas in den Chat. Wir haben Jakob in der Linie. Weiter stehen, links. Das ist dead. Und höher. Jetzt muss ich weiter links und höher. Links sind Jäger und das sind Jäger. Ja, die bleiben die uns diesen Baum runter als Zielhilfe. Die Feindkarte. Vorsicht, hier sind Feindlinien vorne rechts auf dem Hügel. Da wollte ich nicht die Kraft, die in der Landseite ist feindlich, ne? Mittig? Ja. Unsere ist auf der rechten Flanke. Weiter links und höher. So, weiter links. Kann jemand mal diesen Baum fällen? Nein. Leider nicht. Hier auf kann das mal viel nach vorne? Das eruiert man am Baum. Kavalleristen werden vermutlich gegeneinander prallen. So oben auf dem Fuß sind mindestens zwei Gegner. Oh. Nicht, dass die Kanone genau auf den Strich steht, wo der immer zu weit wechselt. Jetzt nur noch etwas höher. Super. Man merkt es sofort. Kanone, bist du auf dieselben Einstellung geblieben? Ja. Schießt du nochmal genauer? Bitte was? Hat mit der Kanone geredet. So. Keine Sorge, ich glaube, dass sie uns nicht überholt. Es könnte gut sein, dass sie direkt hinter der Rille sind. Naja, sie antwortet schon, aber sie sagt immer dasselbe. War jetzt zu hoch. Die warten auf euch, dass ihr da hochkommt. Kanone will nicht mit mir zusammenarbeiten. Wir haben gerade kurz gepiekt. Die müssen jetzt links vom Kampfoffizier sein, beziehungsweise rechts. Direkt in die Richtung, du bist eigentlich schon fast Spitze. Ja, die stehen da und die Feindkavallerie ist auch da. Dreh die Kanone nach rechts, lad das Ding nach. Und das war zu niedrig. Warum? Hat er reingehittet. Ja, aber es war trotzdem zu niedrig. Habe ich schnell gekillt? Ja. Ja, habe ich gleich mitbekommen. Warte mal gerade mit dem Geschütz. Ja, ich warte bis du da vorne. Bist du da vorne mit dem Hügel, baller mal da in den Charge rein. In unsere Kanone oder was? Einmal mitten rein, baller da mitten rein. Achtung, Kaff, Kugel. Bumm. Keine Kugel. Weit links. Kugel. Haben wir von euch getroffen? Ich hab mitten drauf gezielt. Ungefähr auf der, wo der Baum ist. Wunderbar. Nachladen. Ist ganz normal. Auf geht's, komm mal raus! Weiß nicht, auf den wir jetzt. Wie sieht's auf dem Hügel aus? Für uns relativ Feuer? Gut geklärt. Es leben immer noch viele feindliche Kavallerie. Nee, nicht feuern. Gut, dann schießen wir mal. Den Licht stellt ganze Linie. Ja, such dir ein anderes Ziel. Evo, Zielbestimmung. Hast du was anderes? Links scheint es abzugehen. Die andere Art, die zieht sich zurück. Ich sehe aber leider links nicht so viel. Der ist geschützt nach links. Okay. So weit wie es geht, bis zum Anschlag. Gibt's einen Anschlag? Nee, das, ne? Wir werden jetzt von der anderen Flanke angegriffen, wir machen da jetzt den Anschlag haben. Aber macht ihr da ruhig weiter. Hast du noch Baumpunkte frei, Sam? Nope. Mach das an die Kafkarre weg.
Ah, doch, links, die Linie, die der jetzt gerade schießt, ist feindlich. Erdwelle nach links? Ja, wenn die Kanone von uns. Ja, genau, wäre. Nach links. Feuer. Bauen. Feuer. Ja, Feuer. 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 Unsere Leute, alle laufen dazwischen. Ich keine Sorge, die Kugel fliegt da durch. Ich will die abschießen. So, eins. Das war aber etwas zu hoch. Ja, du hättest niedriger schießen müssen. Auf die Entfernung baust du einen Rollschuss am besten. Kannst du mehr holen. Ist bei euch besser. Wenn diese ja, Leute, die unsere Leitbahn vorhin geladen haben, wenn ich die ganze Zeit in den Fahnenkreis reinlaufen würde, hätte ich auch mehr erhofft. Ah, fuck! Kartätsche. Kartätsche, fuck! Achso, das wäre ein Doppelkrieg gewesen. Marlin? Ach du Scheiße! Das können wir hier nicht halten, das ist so, bei so vielen Gegnern. Versuchen, dass so langsam. Nein! Habt ihr den Schuss drin? Ja, wir schießen euch in dem Moment. Kommen wir da noch von rechts? Rechts kommt Infanterie. Ja, ich seh's, Rückziehen. Oh, zurückziehen. Na, die triffst du von da nicht. Das, die Kartätsche trifft die in Erdhöhle. Wieder eine Kartätsche drin. So, zieht euch zurück. Oh, ja. Sam Hobbs. Ja, zieht euch zurück. Komm jetzt, Sam, lauf. Ah! Überall. Ich lauf einfach mit durch die Kavallerie durch. Ich schieß mich. Wieso war da schon wieder eine Kartätsche drin? Danke. Gott, wohin läufst du, Balin? Zu unserer Linie. Ich helfe mal den zwei hier. Ich glaub's auch nur du, mein Freund. Für König und Vaterland! Ach, jetzt lass dich doch mal treffen. Hi, mein Freund. Nice, Sonnenstab. Diese Runde haben wir. Ist das blöd, wenn ich den Gedanken habe, immer wenn ich stumme TK sehe, dass ich mich freue? Hm. Das ist wahrscheinlich nicht so gut, wenn er dann. Wenn stumme von TK wird, freue ich mich irgendwie, nachdem der letztens mich mehrfach TK hatte. Das kann jedem mal passieren. Wir waren zu fünf auf eine Person und da kommt Stumme von hinten und tötet mich, da am Rand außen steht. Und tötet mich einfach. Das ist mir auch schon mal passiert. Dass du 10 Meter von Gefecht so wegstehst, da 5 Leute stehen von dir, alle mit Muskete ausgeschaltet und da kommt der Kavallerist von hinten und tut außerdem Guillotine bei dir einsetzen. Die Guillotine ist eine neue Fähigkeit. Ja. Ja. Die AP kostet die. Aber wenn das nicht so Stummel gewesen wäre, nee, ich wurde danach nochmal von, aber nicht von Stummel, sondern von irgendeinem anderen Kavallerist getötet. Ich wollte die ganze Schlacht nur TK. Natürlich schade. Emo, lebst du noch? Oder wer auch immer da gerade in der Art? Ich wurde in einem ganzen Line-Battle ausschließlich. Ich glaube, das war Balin, den du meinst, der ist auch gestorben. Ob die bei unserer Seite waren oder die feindliche Seite. Bist du im Whisper? Ja. Das war dieses komische, wo wir gegen unsere. Warum hat das KK nur eine Kanone? Wollten die nicht zwei haben? Das Balin. Ja, es war lustig, gemacht, aber wenn du die mal, ersten zwei Runden TK bist, danach wirst du von der Kavallerie getötet, weil die auf der falschen Seite ist, und dann wirst du wieder getötet, weil du TK auf beiden Seiten drei Geschütze zu stellen. Können wir darüber nach dem Event spielen, reden? AL hat dich heute getötet. Ja. Jemand anders. Soll ich was mir sagen?
Ja, das gehört ja auch zur Größe eines Soldaten, dass man über solche Sachen steht. Leute, muss ich gerade konzentrieren. Ja, der Leute. Was meinst du mit Gold? Was glaubst du doch gar nicht erzählen? Ja, deswegen, ja. Achso. Da muss ich konzentrieren beim Allshards zuschauen. Was hat der von allen angewispert? Ich hatte ihn vorhin angewispert, ja. Ich wollte nur fragen, warum ich keine. Was der Grund dafür ist, mehr nicht. Weil wir auf 4 Kanonen beschränken und ich auf 6. Ja? Ich hab doch keine andere Frage gestellt. Das KKPK kriegt alle 2 Wochen 2 Geschütze, weil in der anderen Woche das GR da ist mit einer Kanone und dazu noch eine Infanterie normalerweise. Ja? Das ist die Regelung. Genau. Doch, Headshot. Danke. Oh, ich war ganz weit oben. Hast du mit 29, was weißt du das, wer hat die gemacht? Dafür muss man ein Foto machen, überall nur Erinnerung. Ja. Hast du mit 29 nicht in meiner Liste drin? Ja, die existiert noch nicht. Die ist einfach nur Flachland. Ja, gibt doch keine Arti. Arti ist da verboten. Gut, dann gibt's da nicht Peter. Das ist 29 ist immer noch nicht in meiner Liste drin. Ganz klar, Skid, Leute. Ich war nicht mein Call. Alle nehmen Arti, alle nehmen Kanonen und alle werden einmal nachgeladen, einmal durchsensen. Und das ist eine Evo-Karte. Ach so. Mir gefallen Evo-Karten. Der Rest der Map. Ist das jetzt die letzte Runde? Vielleicht, es könnte noch 2 sein. Oh, so eine wunderschöne Evo-Karte. Also im Grund wird immer mit 5 Spielen gerechnet, zum Beispiel ich weiß. Bei Line Battle. Ja. Die Map ist nur, Der Verteidiger hat ein bisschen, Ich glaube, unser Berg ist geschrumpft, oder? Wir müssen bergauf fallen. Ja. Könnten auch rechts auf diesen Hügel, wo die andere Kanone auch hingeht. Dann brauchen wir halt ein bisschen länger. Noch ist zwar nicht live, aber man kann es ausprobieren, die Kanone mal von hier so da hochzuschießen. Blaugrund nennt man das, ne? Ach, Custom Map 9. Eine deiner Maps? Das ist die Kolbergische? Ja. Ja, ganz klar, Hobbit-Zugänge. Könnte zu klein sein. Kacka. Barlet, warum kriege ich eigentlich immer bei deinen Maps irgendwie so immer Antwort so, ist eine Barlet-Map? Und immer so eine Antwort, ist da irgendein besonderer Feature in deinen Maps drin? Ach du Kacke. Da ist ein besonderes Feature. Versuch mal in den Spawn zurückzulaufen. Ich dachte, der Feature ist, dass sie überall TK'd wird. Ah, das ist nur, wenn man den Team-Killing-Timer nicht einstellt. Obwohl man es eigentlich machen sollte. Oh ne, das hat 3. Schon wieder eine Evo-Map. Nein, wobei, das ist Bali-Map. Das ist keine Evo-Map, das ist eine Bali-Map. Das ist eine Bali-Map. Dann hat er Anzug diesen Timer ja nicht gerade auch dran. Ja, das war eine Bali-Map, die war erwähnt. Die Map ist toll, die kannst du behalten. Okay. Ich Team-Kill in den ersten paar Minuten. Die kann man nehmen. Ja, den nächsten haben wir für eine Sparbüste gefunden. Bodensee Donut Vision. Okay. Bodensee Donut Vision. Den ich stelle vorne auf dem Pult ein TK rein auf und dann müsst ihr mal 10 Z da reinfinden. Das dann auch was ja. Balin, die Infanterie beantragt Motorboote für diese Karte. Sollen wir vorne rechts auf den Hügel? Rechts oder links ist eigentlich egal, bei der Karte. Ich würde rechts auf den Hügel gehen, vom Spawn. naja, aber Boote könnte man theoretisch auf der Karte einfügen. Wäre eigentlich ganz witzig. So, ein, rechts. Zwei Boote. Ist ja nicht ein Boot irgendwo? Glaube nicht, nee. Wilhelm, nein. Was? Warum das denn? Wir haben noch 15 Minuten, dann sammelt das jetzt noch. Ach, der Ball hat Mark. Winter! Kostet ja zum Wetter.
Oh, geil. Hier gibt es auch was. Hier gibt es auch was Besonderes bei der Karte. Ihr spawnt nämlich außerhalb des Kartenmarks. Übrigens, Balin? Ja. Du weißt, dass man auch einen Winter Skybox benutzen kann, oder? Oh, okay. Das tut dem Ganzen so ein bisschen den Abbruch, wenn man so außerhalb der Karte halt, guckt. Das ist halt eine deutsche Wintermap. Ah, ja. Okay, ja. Also weiter als dieser Hügel oder vorne die Steine würde ich nicht gehen. Schießen wir hier auch mit Pack Schnee? Ja, und? Geh weiter vorne auf den Hügel. Ich wäre hier stehen geblieben. Ich wäre auch hinten stehen geblieben. Da ist ja eigentlich noch nicht live. Die W-Taste ist eingefroren. Wir fahren so lange weiter, bis wir es dann eingenommen haben. Ist ja noch kein Live. Immer noch kein Leben. Okay. Ich bin hier einen Tag nach Paris. Ati, wollt ihr da vorne auf diesen großen, an diesem Spawn? Wir sind ja gar nicht mehr in Bäumen, ne? Die Position. Wir gehen auf den vor dem Spawn. Okidoki. Ja, da was ist denn heute los mit den ganzen Leuten? Ja, ey, ja, geil, die andere Kanone hat mich fast getötet. Egal. Edmund ist safe konservativ, ansonsten hätte er mich revived? Was? Egal. Was hat denn jetzt eine politische Einstellung mit Reviven zu tun? Ignoriert. Ignoriert. Ach so. So, jetzt laden wir nach mit Buttermesser. Dann einschmieren. Und einführen. Ganz langsam. Dann nimmt ihr die große Batterie und führt die ganz langsam ein. Oh, das hat's ja ganz anständig an. Aber schön behutsam, ja? Live after reset, okay. Ja, dann resettet doch bitte mal, Mr. Liv. Derzeit hätten wir zwei Runden spielen können. Das stimmt halt auch. Jane. Ich finde, wir hätten schon auf Desert 3 bleiben können. Ey, irgendwie ist der Gas mit allein gefroren. Komm nicht vorwärts. Sind so viele Leute hier lustig. Also hier oben bleiben wir, ne? Ist ja schön. Stimmt ja, es ist gerade draußen kalt, ne? Nee, draußen ist warm. Ich bin fast angelimmert, Vorsicht. Jetzt. Ja, ich stand da. Jetzt kann ich auch wieder schaufeln, wenn du magst. Halt doch schon schön. Jetzt noch einmal durch unsere ganzen Linien durchreiten. Ja, ich hatte die Runde durch. So. Was ist dieses komische. Was aussieht wie ganz viele Scheiße? Da. Auf der liegt da. Ich will jetzt für welchen Feind ich genau erkennen könnte. Ich glaube, da vorne ist was. Ja, so groß ist die Karte nicht. Ja, aber für mich ist da hinten eine Punkte dann. Ja. Da hinten läuft dann. Wer ist denn ein weit britischer Gamer, Jäger? Balin. Links am Fluss läuft ein britischer Jäger. Da wurde anscheinend. Hierhin teleportiert. Der will es deportet. Ja, Leute, vor einem Tag entportet wahrscheinlich. Schieß doch nicht auf den Jäger! Warum nicht? Verschwendete Munition! Das ist nur ein Jäger! Ja. Ein Jäger. Ja, schieß mal nicht auf ihn, bitte. Ja, ich schieß auf der Linie dahin. Das ist ja gemein. Bali, genau. Könntest du das Pferd kurz ein bisschen wegstellen? Welches Pferd? Achtung, Kanone, es schießt. Es geht da gerade ein bisschen unglücklich. Mach das Ding groß genug, dass du auch aus GR rein kannst. Bin ich da angekommen, bin ich wieder weg. Der Pferd ist nicht so groß. Irgendwo aufgeprallt, ja, ich hab was getroffen. Vor mir noch. Hab ich eigentlich irgendwas verpasst, dass das GR so auf einmal irgendwie. Cool, ja. Ja, einen anderen Namen trägt? Ja, das GR hat sich erst das Bergisches genannt gestern. Ah, okay.
Also erst gestern, gut. Glaubst du, die Kanone wird auf uns hier, wenn wir so stehen? Nein. Ah, ich räume auf. Wir sind Offiziere, das wäre auf EM. Dann stell ich mich mal so hin. Ich hab schon zwei von denen, ist gut, ne? Ihr kümmert euch um die Pferde links, ne? Genau, ja. Falsche Kavallerie, linke Flanke. Da liegt eine Musketa. Bei dem. Denkt, er ist unterwegs. Falsche AT hat geschossen. Wir kommen nach. Marine auch links. Links auf der anderen Seite vom Fluss. Sie nehmen da eine sehr vorteilhafte Position ein. Wenn ihr da nicht jetzt rüber geht oder zu lang wartet, festigen sich da und holen sie euch. Das Second Test geht schon rüber. Du musst mit deinem Geschütz links unter Beschuss. Ja, da ist Problem. Eine Linie steht ein Hügel links, ja, hast du recht, aber unsere Linie steht da auch direkt. Und die werden bestimmt nur mit den Köpfen drüber schießen. Ja, trotzdem wird da links gucken. Nein, die kommen jetzt rüber. Guck mal, jetzt hättest du perfekt schießen können. So, und ist das geladen. Für einen Schuss auf die A-Team müsstest du. Hey, ihr habt dein Pferd verloren. Dreh das Ding nach links und schieß. Schieß! So hoch, zu niedrig. Ja. Ich würde sagen. So hoch, glaube ich. Zu weit rechts. Ja, wie groß will ich fühlen nicht? Ja, ich will nicht so weit links. Falsche Kavallerie kommt hinter der Linie. Immer weiter rechts. Die Jäger, ne? Kannst theoretisch auf die Jäger in der Mitte schießen oder auf die Kaff links. Ja, links oder die Jäger, bist du weiter rechts. Oben rechts sind die feindlichen Jäger. Wo ich gerade hingucke, ist ja auch was. Sind das die Jäger, die ihr meint? Einfach in die Büsche holzen. Gut, ja, das ist eine Nachfrage, ob ich nicht gerade meine Mate schieße. Nein, tust du nicht. Ja, ich kann nicht raus. Tschüss. Dem, du bist tot. Ja, hab ich gerade festgestellt. So, wer ist denn jetzt Artilleriegarde? Marc, dein Einsatz. Verladen. Für dein Vaterland, Marc. Links zieht sich gerade die Linie zurück. Ist da wahrscheinlich bald außer Schussfeld. Mal, was ich hier machen kann. Na, jetzt ein bisschen weiter rechts schießen müssen. Jetzt eine gesamte Linie weggeholt, aber das kommst du nicht an. Oh, Crusader. Genau so. Geladen. Die schießen immer noch rund. Das ist auch unsere Kavallerie, gell? Ja. Pass auf. Ich kann manchmal mit euch connecten, so wie es aussieht. Pass auf. Marc, du sitzt ja am Geschütz, ne? Und zwar. Genau da, wo gerade unsere Kav fightet. Noch ein bisschen. Da habe ich mal ins Geschütz dran. Ja, dahin. Gucken wir mal. Ja, guck dich mal da dran. Ungefähr in die Richtung und schieß. Du kriegst die Kills. Oder den Teamkill. Er war zu niedrig. Oder den Team. Er war zu niedrig, aber sonst hat es richtig wehgetan. Oder wir sind so wie das erste. Meinst du, weil da gerade ein Kavallerist von uns vorbeigelaufen ist? Nee, beim Feind, war? Beim Feind. Du hättest den Feind richtig viel Verluste weggebracht. Erladen. Jetzt hast du nur noch Einzelziele, auf die du schießen kannst, leider Gottes. Dreh mal weiter nach rechts, der Feind zieht sich gerade zurück. Siehst du das, wo die Kav hochreitet? Ja. Da kommt gleich eine Linie. Gleich. Da fängt sie an. Siehst du es? Schieß. Da kommt nicht mehr viel mehr. Ja. Und? Ah, zu kurz. A little short. Also bin ich nicht der Einzige. Das ist das schlechteste von uns allen. Alles Übung. Geladen. Ich frage lieber nach, bevor ich irgendwo hinschieße und dann unsere eigenen Linien treffen. Ja, so ein auch, einheitlicher Tech für die Admins wäre vielleicht eine gute Idee, ne? Ich sehe gerade nix. Feind. Also gerade ist es nur mal Artillerie. Dann schieße ich mal auf die, oder? Hast du gerade geschossen und deine Muskete nachgeladen? War krasses. Die Artillerie hat keine Ziele außer die feindliche Artillerie-Position, wenn ihr was hier geladen habt. Ja, wechselt gerade Linie von der rechten zur linken Flanke. Müsst ihr jetzt auf der Höhe der feindlichen Artillerie sein.
mir fand es interessant, wo der Marc sagte, ich habe zu niedrig geschossen. Und vorhin hat Kavallerie kommt von rechts zur linken Flanke auf Zeug. Bei der feindlichen Seite. Bei der AT. Deswegen wundert es mich, dass der von der Marc sagte, das wäre zu niedrig. Was hab ich gemacht? Vorhin hattest du ja gesagt, dass ich so niedrig geschossen hatte. Dabei hatte ich mir genauso gezielt wie davor die zweimal, wo ich Leute weggeholt hatte von der feindlichen AT. Hab ich das gesagt? Ja. Ich weiß nicht mehr die Situation, aber verladen. Kurz bevor du sagtest, ich soll nach links platzieren. Oh, das ist eigentlich schon warm. Ich soll umspringen. Nächste Runde ist letzte Runde. Ja. Wie bitte? Die fünfte Runde. Wie gesagt, die Rechnung ist ziemlich oft auf fünf Runden gerechnet, aber auch manchmal auch nur auf vier. Jetzt scheint es ja nur die Halbzeit. Eigentlich. Aber sind bei denen schon so viele relieved? Die haben ja nur noch 53 im Team. Ja, es gibt Regimenter, die sagen, wir sind nur gebucht bis 21 Uhr und dann sind wir weg. Ja, davon gibt's Kunde. Zum Beispiel Regimenter, die keinen Bock mehr haben, machen das. Die überhaupt keinen Bock mehr haben, warum spielen die dann überhaupt? Nein, es geht jetzt darum, wenn die gespielt haben und nur die Feste bekommen haben, dann sauer worden, die sagen die bis 21 Uhr sind wir da und dann weg. Ja, es gibt aber auch Leute, die haben nach 21 Uhr noch GFs und so weiter und Wandels des Wands ausgemacht, wie zum Beispiel das MB heute. Bei Besprechung. Oder? Oder Besprechung oder sonst was. Leute, die arbeiten müssen, von der Arbeit heimgekommen sind und keinen Bock haben, bis über 23 Uhr wach zu bleiben, deswegen jetzt alles noch erledigen wollen. Es gibt genauso viele Leute. Nicht mehr schießen. Ich hab ja nicht gesagt, dass es ausschließlich nur weit später geht. Viele Gründe. Warum behaltet ihr euch davon denn so? Weil da noch 19 Gegner sind, die ich haben kann. Ja, aber Evo, guck mal. Hier hinten, das sieht doch schön aus. Ich weiß, ich hab das eigentlich aus Versehen gemacht, weil ich gerade Steam geantwortet habe und die Beine haben sich mehr angeschlossen. Bin ich geil. Es gibt noch 19 Gegner, die ich zu töten habe. Also immer wenn ich immer ganz vorne Leute hinrennen sehe, denke ich immer an den Spruch, wie war es nochmal? Starken rennen zuerst nach vorne, die Helden kommen wieder nach Haus. Die Helden sind die, die zurückbleiben. So weit hinten zugesehen haben, wie die anderen wieder geschossen worden sind. Guckt wieder ein bisschen anders, aber ungefähr ist das der Kontext davon. All charge, wohl ja, all chill. Nein, die sind nicht mit alle gemeint. Die sind auch frag mich jetzt gerade wirklich, warum wir noch eine Runde spielen. Die Runde ist vorbei um 59 ungefähr. Ja, alles danach ist freiwillig. Also verbündet machen das bestimmt. Wenn es 10 Minuten länger geht. Ja, die Balance muss halt neu gemacht werden, ne? Ja, das nochmal. So. 2 Minuten kostet. Ja. Hat schon einen Lambertel. Hier ist ein Gremrod. Hat das mal ein Lambertel, aber gegen 21 zu 3 ist das Ende. Also ich hab das gerade, ich finde das gerade schnell wie mir jetzt gerade. Oh fuck! Ja, ich bin das wirklich krass, ich schicke ihn dir an. Gott, was machen die? Pendel. Ja, ja, sehr schön. Ich dachte, wir noch alle mit dem Stall da gewonnen. Harald, du untergehst mit Autorität hier. Ich dachte, wir noch alle wegen Stall am Anfang. Klar, Leute. Weg mit der letzten Runde, Alter. Es ist 21 Uhr. Wir haben 4 Runden gespielt, passt doch. Ja, wir haben später angefangen. Ja. Außerdem haben wir noch nicht 21 Uhr, sondern 20:58. Ihr müsst sowieso erstmal den Ausgleich hinkriegen. Guck mal, es ist 73 gegen 52. Das ist so richtig ein Bonbon gerade. Wenn ihr weitermacht. Ja, dreht sich um. Hofft, dass er jetzt einen Fressen kriegt.
Und dann soll das Event bis halb gehen oder was? Das sehen wir dann. Maximal 15 nach, aber ne, ist jetzt halt die Entscheidung für mit Team. Ohne startet Allchart schreiben. Ja, so nett so. Ja. Toughest Mount. Ja. Wir waren doch rechtzeitig da, das passt so. So, jetzt. Speedrun. Jo, so ziemlich alle. Ach, Karas ist an dir, du Kekko. Das heißt, ja. Er kann Speedrun. Oder? Das sollte wirklich so aussehen. Leute, weiß nicht, was los ist.